Aus diesem vergoldeten Pokal soll einst Kaiser Wilhelm in Mainz seinen Untertanen zugeprostet haben. Rund 150 Jahre war das gute Stück verschwunden und tauchte überraschend in einer Fernsehshow auf. Ein Kaufmann vom Niederrhein hatte das Gefäß günstig ersteigert und wollte nun in der ZDF-Sendung Bares für Rares wissen, was der Kaiserpokal wert sei. Mein Preis ist zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Daheim in Mainz bekam Historiker Ralf Erber ganz große Augen und wusste, der Pokal muss zurück. Er spendete 1.600 Euro und kaufte das Schmuckstück fürs Stadthistorische Museum. Der Kaiser wurde empfangen von einem Ehrenkomitee von Jungfrauen, wie es hieß, die im edlen Rheinwein kredenzten. Und bei dieser Zeremonie soll er dann aus diesem Pokal getrunken haben. Haben Sie schon mal drauf getrunken? Ja, tatsächlich. Einmal habe ich es dann auch gemacht.